Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Mittwoch, der 4. August und das heißt, eine neue Ausgabe von Running for Charity sozusagen. Und erstmal an dieser Stelle möchte ich Danke sagen an folgende Personen, die meinen letzten Post geliked haben. An die Martina und ihren Ehemann, an den Tava, an die Alexandra, an die Kate, an die Andrea, an den Ben, an die Charelle, an den Basti und zu guter Letzt an die Heidi. Vielen, vielen Dank dafür, weiß das sehr zu schätzen, sehr lieb. Und ich werde gar nicht viel drum rumschnacken, sondern wir fangen jetzt am besten an. Das wird der letzte Lauf sein erstmal, weil ab Samstag werde ich für eine gute Woche im Urlaub sein. Das heißt, das nächste Video wird es dann wahrscheinlich geben nächste Woche Samstag oder Sonntag. Mal gucken. In diesem Sinne wollen wir jetzt erstmal loslegen für heute. Vielen Dank und los geht's. Ich zähle von 3 runter. Heute zähle ich von 3 runter. 3, 2, 1, Start. Ganz wichtig, oder mal kurz vorab, ich habe mir heute kein Limit wirklich gesetzt, wie viel Kilometer oder was für eine Zeit oder wie auch immer. Gucken einfach, was sich ergibt. Ich muss gestehen, ich habe ganz, ganz kleinen minimalistischen Hangover von gestern, weil ich ein bisschen viel vom Weißwein getrunken habe. Aber am Ende soll es natürlich aufhalten. Und umso mehr Mühe wollen wir uns heute geben, dass wir eine ordentliche Strecke laufen, ein paar Kilometer zusammenkriegen und alles weitere sehen wir dann. Oh Mann, was ich ganz vergessen habe. Profi, Vollblut-Profi, der ich bin. Gucken wir uns jetzt erstmal hier an, was für eine Strecke wir das letzte Mal gelaufen sind, was für einen Fortschritt wir gemacht haben. Und der nächste Fortschritt natürlich dann nächste Woche am Anfang des Videos. Sorry, leicht verpeilt. Weiter geht's. Angezogen habe, beziehungsweise mich dazu entschlossen habe, den Pulli anzuziehen für diese Session. Aber gut, dummes der Rettung bist du. Heute widme ich übrigens meinem guten Freund Chris,
Er weiß warum. Und ich denke an dich, Bruder. Und für alle, die Chris noch nicht kennen, hier ist mal so sein der Link zu seinem letzten Video, was er rausgebracht hat. Außerdem für seinen Social Media Account. Könnt ihr alle mal folgen und ein Like da lassen. Wie auch immer. Das ist ein wahnsinnig lieber Kerl. Und Chris, ich denke an dich. Was ja auch Sinn macht bei der Herz-OP, wenn wir den Brustkorb hier in der Mitte aufsägen. Und ich war mir relativ unschlüssig gewesen, wie fit ich jetzt sein werde, wenn ich aufs Laufband gehe. Das aufs Laufband, auf den Crosstrainer. Was natürlich auch mit einer der Gründe ist, warum ich ein bisschen zerstreut war jetzt am Anfang. Aber jetzt gerade geht's. Und wir machen weiter. Yeah.
Kilometer, 37 Minuten. Oh, ich glaube, wir liegen wieder ziemlich gut in der Zeit. Vielleicht werde ich in Zukunft auch so ein Plus-Minus-Kilometer-Ding machen, also was die Zeit betrifft, dass man dann sieht im Vergleich zum vorigen Lauf, ob man jetzt im Plus oder im Minus ist mit den Minuten und Sekunden. Das ist eigentlich eine gute Idee. So, dann will ich mir kurze Zeit nehmen, um auch nochmal kurz über meine Panikattacken zu reden oder ob es da beziehungsweise über das neueste Update. Und das gab es gestern. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe mir auch die Haare schneiden lassen. Vielen Dank an der Stelle an den Barber meines Vertrauens, Berha, der für die unfassbar talentierten und guten Jungs vom Kurusch Barbershop arbeitet. Da mache ich jetzt auch mal kurz hier eine kleine Werbung rein. Und ja, bei mir ist ja im Moment schwierig mit dem Autofahren, sobald ich mich ins Auto setze und Strecken fahre, die außerhalb meiner Region sind, wird mir sehr schnell sehr schwindelig. Und das letzte Mal hatte ich ja so massive Probleme, wo ich das Eichhörnchen weggebracht habe. Und gestern, wo ich dann mit unserem kleinen Hund nach Frankfurt gefahren bin, um mir die Haare schneiden zu lassen, weil die Hinfahrt auch, ja, es ging einigermaßen. Ich bin so wenig Autobahn gefahren wie möglich, bin viel ausgewichen. Und ja, während der Fahrt, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, ich habe da meinen Kopf schief gehalten und habe halt geguckt, dass ich regelmäßig atme, weil, wie gesagt, da mit dieser Aufregung, ich vergesse dann zu atmen, mir hat es ein bisschen in den Füßen gekribbelt, ein bisschen in den Händen. Und ich muss dem Berha da ein riesen Lob aussprechen, weil jedes Mal, wenn wir fertig sind bei mir mit Haare schneiden, weil der sich auch auskennt mit Panikattacken, gibt es so einen gewissen Druckpunkt bei mir im Rücken. Und den hat er gestern auch wieder vorzüglich getroffen. Die Rückfahrt war sensationell. Also ich habe mich seit Wochen nicht mehr so gut gefühlt. Und auch generell der gestrige Tag war dann sehr entspannt und ich habe mich einfach wohlgefühlt. Und ich habe dann auch zu meiner Partnerin gesagt, also wenn jeder Tag so wäre wie der gestrige, wäre es wunderschön, ist halt leider nicht möglich. Wobei heute geht es mir auch noch sehr gut. Es ist aber schon wieder anders. Also, und ich habe jetzt keinen riesen Hangover oder sonstiges. Aber wie gesagt, diese Symptome im Körper und Gedanken im Kopf, das ist halt nicht einfach. Aber wir machen das Beste draus. Minuten, 25 Sekunden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir heute machen. Wir laufen einfach und eigentlich möchte ich ja auch noch mal eine gute Strecke laufen, weil ich hatte das letzte Mal vom Urlaub jetzt und da wollen wir noch mal mit dem Knall beenden. Ich habe jetzt eben gerade schon in meinem Kopf überlegt, mache ich eine Stunde voll oder gehe ich wieder auf Kilometer. Mal gucken. Letztes Mal hatten wir gerade 70 Minuten und ja, ich bin jetzt übermütig und ich sage, wir machen 75 bis 80. Los geht's.
51 Minuten, 13 Sekunden. Minuten und 49 Sekunden. Kilometeranzahl bis Ende des Jahres ist und ich würde mich freuen über jeden, der sagt, dass er mitmacht, weil ich würde gerne den gesamten Kilometerbetrag in Euro gerne an ein oder zwei Einrichtungen überweisen. Wenn ich jetzt aber natürlich 700 Euro erlaufe, dann ist das schwer, diese Kosten alleine zu tragen. Das heißt, jeder, der sich dazu bereit erklären würde, mit mir die Kosten zu teilen, würde dann natürlich mit spenden und würde halt, wie gesagt, die Kosten für sich selbst runter reduzieren. Weil wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal wirklich 700 Euro erlaufen, dann geteilt durch 10 wäre das 70 pro Kopf, bei 20 wäre es dann halt nochmal die Hälfte, 35 oder was. Oh Gott, ich hoffe, ich blamiere mich gerade. Und ja, das ist halt, das ist so mein Kerngedanke. Deswegen mal schauen, ich bin auch nach wie vor am Gucken, ob ich nicht meine Firma da vielleicht mit involvieren kann. Das werde ich nach meinem Urlaub mal anhauen und werde dann bestimmt ein Update geben können. Und wie gesagt, ich würde mich da freuen, und bis Ende des Jahres, dass alles noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt und man halt wirklich dann sich so einigen könnte. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, wie gesagt. Oder ansonsten gucke ich, wie ich das selber irgendwie lösen kann und wenn ich nur ein Drittel von dem Ganzen irgendwie am Ende selber bezahle und überweise, dann ist das auch okay. Aber ich möchte irgendwas Gutes machen und ich möchte Beträge, und mir geht es nur um Charity. Mir geht es nicht um mich. Ich will keinen einzigen Cent für mich behalten. Ich möchte spenden. Das ist alles. Ich weiß, das hört sich komisch an und das ist schwer zu erklären. Oder ich weiß nicht, wie ich es sonst anders erklären soll für mich. Mir geht es nur darum, Gutes zu tun für die Menschen. Und fertig. Kilometer, oh, jetzt ist gerade wieder umgesprungen, eine Sekunde, 14 Kilometer in 65,25.
40-Minuten-Marsch noch voll. Da bin ich fertig. Ja, wir schaffen die 16 Kilometer auf jeden Fall noch. Und die letzten 30 Sekunden starten jetzt. Ihr Lieben, kann man das sehen, ja, 75 Minuten, eine Sekunde, 16 Kilometer, ich hatte eigentlich gehofft, ich kriege die 16,1, macht aber auch nichts, 16 haben wir voll gemacht, an der Stelle, wie gesagt, sollte es jetzt erstmal gewesen sein, ich bin, wie gesagt, ab Samstag dann im Urlaub, davor schaffe ich es nicht nochmal zu laufen. Macht aber auch nichts, eine Woche Pause für Körper und Geist und ich melde mich dann, wenn alles gut läuft und wie geplant, nächsten Samstag dann wieder, das wäre dann der 14. August. Wünsche ich euch eine gute Zeit, eine entspannte Zeit, Gruß an alle und bis dann, tschüss!